Hallo und Weimar Teil, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handcook & Grill. Herzlich willkommen zu diesem Vlog. Ihr habt längere Zeit nichts von mir gehört, das hat verschiedene Gründe. Ein Hauptgrund ist sicherlich, dass ich auch gerne mal rausgehe ohne Kamera in letzter Zeit. Das hat einfach auch was damit zu tun, dass ich im Moment auch wenig Zeit gehabt habe, Videos zu schneiden. Ja, es ist eine ganze Menge Material entstanden und ich nehme euch jetzt in diesem Vlog mit auf die Jagderlebnisse der letzten Wochen und Monate. Los geht's im Mai. Ich war wieder mit meinem Vater draußen. Das macht ihm immer eine ganze Menge Spaß, die Natur zu genießen. Und mir macht es natürlich auch eine ganze Menge Spaß, Zeit mit meinem Vater zu verbringen. Wir waren auch schon erfolgreich. Die Videos verlinke ich euch natürlich. Aber in diesem Video oder in diesem Vlog geht es noch weiter. Ich war in Bayern zur Jagd. Ich habe den Eddie und den Hermann besucht. Auch das verlinke ich euch mal oben in die Ecke. Ich war da nämlich schon mal. Und ich war natürlich mit dem Ingo an der Mosel. Auch das war ganz spannend. Dort haben wir viel erlebt. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei den Bildern. Der Aufgang der Bockjagd für mich in dieser Saison ohne Jagderfolg. Das sollte sich aber bald ändern. Jetzt freut euch auf die Bilder aus Bayern, wünsche euch viel Spaß dabei und ja, seht selbst, was ich dort erlebt habe. Ein aufziehender Gewitterguss beendete unseren gemeinsamen Abendansitz vor diesem Waldstück, was ihr gesehen habt. Ich konnte ganz kurz einen Blick auf einen Bock werfen, aber dann mussten wir abbauen, weil es einfach zu gefährlich wurde. Am nächsten Morgen ging es mit Hermann und seinem Mitjäger erstmal auf eine kleine Revierrunde. Wir haben den Mais kontrolliert, der frisch gelegt worden ist, die Wildkameras ausgewertet und natürlich ein bisschen was zu den Kirrungen gebracht, um dort am Abend beim Abendansitz auf Sauen ansitzen zu können. Kannst du mich dann auf den Hochschuss laufen?
Das ist natürlich praktisch. Schön an der Reihe lang gezogen. Ne? Ja, ja, ja. Das ist echt geil. Ganze Arbeit. Mal hier, pup, abgebogen. Also ein bisschen darunter. Da ist ein bisschen was. Es folgt ein Abendansitz im Märchenwald. Wildromantisch, wunderschön, aber leider ohne Jagderfolg. Die Reparaturen und Instandsetzung von Hochsitzen gehört natürlich ebenso zum Revieralltag wie die obligatorische Revierrunde. Ich war natürlich auch abends und nachts draußen. Leider hat ja, mich die Aufnahmefunktion bei meiner Wärmebildkamera im Stich gelassen, sodass ich euch leider keine Bilder zeigen kann. Wir haben Anblick gehabt. Ich war einmal mit dem Hermann an der Kirrung unterwegs, die ihr in den Bildern gesehen habt. Dort kam eine Bache mit Frischlingen. Wir haben uns aber entschieden, keinen dieser Frischlinge zu erlegen, weil ja eben eine Verwertung dann nicht möglich gewesen wäre. Die waren einfach noch viel zu klein. An der Schadfläche hatte ich auch Sauen vorgehabt, eine Überläuferrotte und auch eine Bache mit Frischlingen. Aber auch leider, da gab es keinen Jagderfolg. Die waren einfach zu weit weg, haben Wind von mir bekommen. Leider Pech gehabt. Aber es ging am letzten Abend nochmal auf einen Abendansitz. Ja, hallo zusammen. Ihr habt gesehen, es war die letzten Ansitze nicht so wirklich erfolgreich, aber das ist auch gar nicht schlimm. Erst einmal frühzeitig abgebrochen wegen Gewitter. Dann der Abendansitz mit der Bache und den Frischlingen. Also vielleicht nochmal zur Erklärung. Es macht also keinen Sinn, außer vielleicht zur Wildschadensverhütung. Aber auch nur dann, wenn es unbedingt notwendig ist, einen Frischling zu schießen, der irgendwie unter 10 Kilo ist, also so einen kleinen Wurm. Das ist schwer zu verwerten, also eigentlich gar nicht. Und von daher haben wir gestern den Finger gerade gelassen. Heute Abend soll es dann nochmal einen neuen Versuch geben auf Rehwild, Schmalrieh und Bock. Und
Ich habe hier einen schönen Sitz zugewiesen bekommen. Da schauen wir mal, was so geht. Viel Spaß bei dem Video. Die folgende Szene, ja, das muss ich sagen, ist keine jagdliche Meisterleistung. Ich habe mich aber trotzdem entschieden, euch diese Szene zu zeigen. Bereits nach kurzer Zeit hatte ich auf dieser wunderschönen Fläche hier Anblick. Ich habe eine Ricke bzw. eine Geiß vorgehabt. Das erkennt man dann gleich an der Spinne, die hier sehr ausgeprägt ist. Das ist eben typisch für tragende oder führende Ricken im Mai. Und daneben seht ihr ein Schmalreh. Das Schmalreh ist zu der Zeit frei gewesen, auch in Bayern ist die Jagd auf Schmalreh im Mai freigegeben. Und ich hatte auch das Stück von Hermann frei bekommen, sodass ich mich erstmal entschieden habe, die beiden Stücke zu beobachten. Aber das Ganze ging dann relativ schnell, weil das rechte Stück, also das Schmalreh, drohte in den Wind zu ziehen. Und ich musste recht schnell reagieren. Das war im Nachhinein ein Fehler. Das Stück stand zum Zeitpunkt der Schussabgabe, das seht ihr gleich auch in den Bildern, nicht hundertprozentig breit. Dann ist vermutlich das Geschoss auch noch an einer Rippe irgendwie abgeprallt und hinten aus dem Gescheide wieder rausgegangen. Das wiederum hat dazu geführt, dass das Stück nicht hundertprozentig tödlich getroffen war. Es schlägelte noch sehr lange. Ich habe mich dann entschieden, einen zweiten Schuss anzutragen. Das könnt ihr gleich hier nicht sehen. Aber das führte eben zu einer starken Wildbrettentwertung. Aber schaut euch jetzt die Szene mal selber an und schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das Ganze beurteilt. Ja, dieser Abend ist für mich mit einem lachenden und weinenden Auge zu Ende gegangen. Auf der einen Seite war man natürlich erfreut über den Jagderfolg, auf der anderen Seite eben wurde dieser Jagderfolg geschmälert durch die schlechten Schüsse. Der Nachschuss ist eben ja genau nochmal mitten durch die Kammer gegangen und hat eben zu einer Wildbrettentwertung geführt. Das fand ich persönlich sehr schade, aber man lernt daraus und macht es hoffentlich nächstes Mal besser. Nichtsdestotrotz möchte ich mich an dieser Stelle bei Hermann und bei Eddie bedanken. Lieber Hermann, lieber Eddie, ganz lieben Dank für die tolle Zeit bei euch im Revier. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder. Hoffentlich kommt ihr demnächst einmal zu uns zur Jagd. Das würde mich sehr freuen. In diesem Sinne, macht's gut, ihr beiden. Weidmanns Heil und Weidmanns Dank. Eine gute Zeit euch und bis zum nächsten Mal. Jetzt geht es weiter mit Jagen in der Mosel gemeinsam mit Ingo. Ja, hallo zusammen. Ich bin jetzt heute hier mit Ingo an der Mosel. Wir sind mal wieder auf Wildschweinjagd und wir hatten so ein bisschen Stau. Und den Stau haben wir jetzt weiträumig über Waldwege umfahrt. Wir kommen natürlich jetzt wunderbar im Jagdrevier an. Ja, es ist genau das richtige Gelände hier. Nein, Scherz beiseite, der Ingo möchte heute nicht so weit zu seinem Ansitz laufen und deswegen habe ich gedacht... Nein, du möchtest unbedingt da durchfahren. Ja, ich möchte unbedingt da durchfahren. Das ist der eigentliche Grund. Ich wollte mal wieder gucken, was der das da so kann. Ich habe jetzt ein bisschen Schiss, weil die Reifen sind tatsächlich ein bisschen abgefahren. Das sagst du mir jetzt. Gleich kommt so ein steiler Berg und da bin ich mal gespannt, ob wir den steilen Berg gleich hochkommen. Das heißt, wir filmen jetzt, wie wir das Tal runterpurzeln. Ja, da hinten waren ja keine Bäume mehr. Da kann ich aber die Kamera nicht mehr auf der rechten Seite sind ja Bäume überall. Jetzt wird es gleich interessant. Aber wie gesagt, ich vertraue meinem Gefährt. Außerdem ist der Boden hier sehr skelettreich, wie der Geograf sagen würde. Was dazu führt, dass wir sehr guten Grip haben, auch mit diesen Geländeslicks.
Wenn ich euch jetzt alle Szenen von diesem Jagdwochenende zeige, würde das sicherlich den Rahmen sprengen. Wir hatten natürlich wie immer eine ganze Menge Spaß und wie immer waren wir am Tag im Revier unterwegs, haben gekiert und wie immer haben wir uns natürlich dann immer abends noch die Strategie für den nächsten Tag ausgedacht. Und wie immer hat Ingo Jagderfolg gehabt. Ingo konnte an diesem Wochenende einen Rehbock erlegen, er konnte einen Schmalreh erlegen und das ist leider nicht im Film festgehalten, einen Knopfbock. Natürlich habe ich mich für Ingo gefreut, besonders am Ende noch über den Knopfbock. Ingo, du bist ein Top-Jäger, ein Top-Mann, ein Top-Jagdbegleiter und ich freue mich immer, wenn ich mit dir unterwegs bin. Und ich freue mich, wenn wir beim nächsten Mal auch unterwegs sind, vielleicht bei uns im Revier, vielleicht woanders. Ich wünsche dir immer allzeit eine sichere Kugel und bald Manns Heil. Genießt jetzt die letzten Bilder. Ich wünsche euch auch für die kommende Jagdsaison bald Manns Heil und immer eine sichere Kugel. Lasst mir gerne einen freundlichen Kommentar da. Vielleicht sogar ein Abo. Macht's gut. Bald Manns Heil. Bis zum nächsten Mal. Weidmanns Heil! Weidmanns Dank! Mensch, da hat der Ingo wieder zugeschlagen. Mein Glücks, Matthias, du warst dabei. Ja, guck mal. Passt doch. Der Rosen ist mehrjähriger, oder? Ich habe ihn als mehrjährig angesprochen. Ja. Der Hitze auch. Der ist auf jeden Fall auch als... Der will ja nicht die Einzige. Das ist tipptopp. Das Schmalreh ist eindeutig. Von der Statur, vom Verhalten her. Ja, ich habe wohl vorher noch ein Reh vorgehabt. Da habe ich erst einen Moment gedacht, das ist ein Schmalreh. Als sie so ein bisschen aus dem Gras rauskamen. Wolltest du hier aufbrechen? Oder? Ja. Schau mal alles aus dem Auto.